Hallo liebe Camper, einen wunderschönen guten Abend aus Dingesbühl. Ich habe heute mal wieder ein kleines Technikvideo für euch. Ähm, unter anderem haben wir hier eine kleine Lieferung heute bekommen von WCS. Und Jo, der Deadlift ist fertig. Da haben wir ja eingesetzt unseren Max-Van, ähm, den Dachventilator. Ähm, den haben wir hier nicht in eine vorhandene, halt der ist schon sauber, da muss man die Schuhe ausziehen, das ist ganz wichtig. Den haben wir nicht in eine vorhandene Dachluke gemacht, sondern den haben wir hier reingebaut, äh, schön in der Mitte drin, ähm, damit man eben was davon hat, auch vom Duschen her, vom, vom Badezimmer her, dass da gleich die Feuchtigkeit abgezogen wird. Und hier hinten haben wir das hege gelassen über dem Fenster. So haben wir hier eine zusätzliche Möglichkeit und eine Klima ist auch vorhanden, wenn man am Strom hängt. Also eine richtig tolle Sache. Gut geworden, alles passt. Das Fahrzeug ist fertig, haben wir heute noch gar gereinigt. Jetzt mache ich dann später noch die Endabnahme und dann sind wir hier durch. Algo Hubstützen funktionieren, dann kann das Fahrzeug wieder ausgeliefert werden. Jo, dann haben wir hier einen wunderschönen Chanson, ähm, auch äh, tolles Auto, sehr neu. Was haben wir hier alles gemacht? Ähm, hier haben wir heute verbaut eine Lithium-Batterie, das habe ich euch ja gestern schon angekündigt in meinem letzten Video. Und jetzt wollte ich euch hier mal mitnehmen bzw. es euch mal zeigen. Darum habe ich auch noch nicht hier das Finish gemacht, darum habe ich auch noch den Sitz herausgelassen, wie wir hier alles verbaut haben. Ähm, auch den habe ich schon ein bisschen sauber gemacht, darum Schuhe ausziehen. Hier haben wir den Akku verbaut, in dem Fall eine Liontron. Tron. Ähm, ähm, zauber verkabelt natürlich wie sie das können, hier hinten auch wieder alle Sicherungen beschriftet hier oben hier unten dann schön alles mit Schutzrohr ummantelt markiert damit man genau weiß was was ist und auch wieder eine extra Halterung gebaut ihr seht hier unten schönen äh, Winkel hingemacht auch hier oben einen sauberen Winkel hingemacht damit die Batterie wirklich bombenfest sitzt und eben nicht mit so wirklich äh, eklichen, ich nenne es mir eklig, äh, äh, Gurte an angebunden. Aber hier unten haben wir einen Winkel hingemacht. Ihr seht, also damit es wirklich alles bombenfest ist. Die Batteriehalterungen fertigen wir immer selber an, weil ich einfach echt kein Freund bin von den Vergurtungen, und das ist für mich äh, keine tolle Sache. Also, das schaut fürchterlich aus und letztlich durch Vibrationen und so weiter, wenn die dann doch mit der Zeit locker dehnen, sich aus und und und. Also, es ist nicht wirklich das, das Wahre. Ähm, jo, dann haben wir hier natürlich einen ähm, ion akku verbaut. Ähm, Jetzt nochmal kurz zu dem Video, was ich äh, gestern auch schon mal angedeutet habe mit dieser Dauerstromentnahme. Da sind wir nämlich jetzt genau bei dem Punkt. Ähm, der Kunde hat hier von mir einen 600-Watt Wechselrichter bekommen von der Firma Büttner. Warum hat er den gekriegt? Weil er seine E-Bikes laden will und ansonsten. Ein paar Kleinigkeiten, aber ansonsten keine Kaffeemaschine, keinen Föhn und so weiter betreibt. Also 600 Watt Wechselrichter, den haben wir hier hinten in der Konsole eingebaut und der reicht vollkommen aus und somit braucht er natürlich auch definitiv keinen Akku mit 200 Ampere Dauerstromentnahme, weil ich kriegt der hier gar nicht zusammen mit keinem Gerät der Welt und auf 12 Volt schon gleich gar nicht. Also Dazu bräuchte er schon einen ganz anderen Wechselrichter. Drum immer das Zauberwort. Ganz wichtig. Immer mit dem Kunden eine Bedarfsanalyse durchführen. Was braucht er? Was muss man brauchen? Was will er verbaut haben? Was will er bezwecken? Was ist sein Ziel? Und nur dann kann ich eine anständige Empfehlung aussprechen und auch dementsprechend die Geräte verbauen und empfehlen. Jo, was haben wir hier noch zum Lithium-Akku? Natürlich auch ein entsprechendes neues Ladegerät, ein Lithium-Ladegerät, was auch dementsprechend den Akku schön voll macht. Und für die Fahrt, weil die Herrschaften immer mal unterwegs sind, ein anständigen, sauber, High-Tech, High-End-Gerät-Ladebooster von der Firma WCS. Ähm, die verbauen wir mittlerweile sehr oft und ich muss ganz ehrlich sagen, Top-Gerät, funktioniert tadellos. Sauber einprogrammieren läuft wie am Schnürchen, macht richtig Spaß, die Geräte zu verbauen. Auch hier natürlich haben wir überall schön die Kabelschutzschläuche rumgemacht. Hier sind wir natürlich in dem Fach, das wird natürlich hier nie richtig schön, weil wir hier die ganze Steuerung haben vom Wohnmobil. Das ist hier von, von Serie aus schon nicht ganz so einfach, aber wir haben natürlich das, was wir gemacht haben, hier alles sauber mit Kabel verzogen. Ich kann natürlich nicht alles neu gestalten, weil das ist ja technisch gut, das ist ja technisch okay. Ähm und darum lassen wir das natürlich auch. Dann haben wir hier unsere Lichtmaschinensensor und den, den äh, Batteriesensor dementsprechend, äh, Batterietemperatursensor angeschlossen, damit hier über, die, ähm, über den Splitter dann dementsprechend die Daten in den Booster reingehen und der die anständig auswerten kann und dementsprechend auch seinen Ladestrom steuert. Das ist auch eine äh, mega tolle Sache. Hier haben wir auch genug Luft nach hinten, dass er schön abströmen kann. Ganz wichtig natürlich auch die Distanzfüße, damit er da unten schön die Luft ansaugen kann, sich durchspülen kann und auch schön abkühlen kann. Also funktioniert auch alles tadellos. Und das passt hier auch unterm Sitz, weil da kann er sich auch schön abkühlen. Jo, dann haben wir hier natürlich noch ein Fach missbraucht. Weil wir hier noch zwei Geräte zusätzlich reinbauen haben müssen, nämlich einmal einen extra Sicherungskasten für einen Wechselrichter, einen separaten FI, weil hier haben wir nur einen für einen Landstrom und dann brauchen wir natürlich noch einen für einen Wechselrichter, den haben wir hier verbaut und natürlich noch eine große Netzumschaltung, äh, Netzvorrangschaltung, wie man es nennen möchte, Netzumschaltung. Und was ist das? Für was brauchen wir die? Ähm, ganz einfach. Wenn man einen Wechselrichter betreiben möchte, in den Wechselrichter so anschließt, dass alle vorhandene Steckdosen im Wohnmobil mit Strom versorgt werden sollen, dann benötigen wir so eine Netzumschaltung. Nämlich um den Landstrom. Äh, Halt andersrum. Und um das Ladegerät, was ja hier sitzt. Zack. Und den Kühlschrank, der mit 230 Volt läuft, wenn man an Landstrom ansteckt, äh, natürlich ausgeschliffen werden muss. Weil die zwei Geräte dürfen natürlich erst dann anspringen, wenn Landstrom ansteckt. Und wenn der Wechselrichter angesteckt wird, dürfen die zwei Geräte natürlich nicht funktionieren. Aber alle anderen Steckdosen soll funktionieren. Und unter anderem sind da Relais drin verbaut. Das heißt, wenn der Wechselrichter an ist und ich mal nicht wirklich aufpasse und in dem Moment ich meine Akkus gerade lade von meinen E-Bikes und ich gehe jetzt aber hin, weil ich jetzt doch auf einen Stellplatz äh, fahre mit äh, Landstromanschluss und ich möchte mir Landstrom gönnen und steck den einfach außen an. Dann würde ja, wenn wir jetzt das nicht haben, ähm, sich Kürzschlüsse ereignen. Drum sind da drin nämlich Relais verbaut, die dann den Vorrang regeln, weil natürlich der Landstrom immer Vorrang hat. Somit werden durch diese Relais da drin automatisch der Wechselrichter auf die Seite geschalten. Und der Landstrom hat dann Vorrang und alles wird wieder weiter versorgt, ohne dass es Kurzschlüsse gibt oder knallt. Das Ladegerät schaltet kurz ab, schaltet sofort wieder ein und alles funktioniert nach wie vor, ohne dass irgendwas passiert. Es ist ganz wichtig, damit der Kunde einfach auch sorglos im Umgang mit dem Wechselrichter sein kann und keine Angst haben muss, dass irgendwas in irgendeiner Richtung passiert äh, oder hier irgendwas schief läuft. Und drum ist es einfach ganz wichtig, damit man sowas hat. Den Wechselrichter haben wir absichtlich hier hinterm Sitz verbaut, weil er gut hinter die Verkleidung passt. Zum einen, zum zweiten, weil er tolle Abluft hat. Und hier bei der Heizung mir das alles schon zu eng war. Ich will das nicht dann alles nur auf Gewalt da reinpfergen. Und das ist eigentlich eine ganz tolle Sache hier hinten, der Wechselrichter und der Ladebooster. So haben wir hier einen Techniksitz und der andere Sitz ist noch komplett leer, da ist noch alles frei. Da kann man dann, keine Ahnung, irgendwann vielleicht mal eine Dieselheizung oder was auch immer drunter machen, wenn man das möchte oder auch nichts, je nachdem und dann haben wir natürlich noch den Ein- und Ausschalter, den haben wir natürlich hier wupp, hier hoch darüber, darunter und hier reingesetzt. Schön sauber in die Verkleidung, damit der Kunde auch entsprechend das ganze an- und ausschalten kann ohne große Probleme und auf nichts schauen muss. Er zack schaltet es einfach an, macht's kurz piep. Zack, und schon ist er da und jetzt stehen alle Steckdosen unter Strom und der Kunde hat seine 230 Volt. Kann sein Handy laden, kann sein Laptop aufladen, kann seine Akkus aufladen für seine E-Bikes und, und, und. Tolle Sache, das haben wir heute den ganzen Tag gemacht. Schaut super aus, ähm, ist alles perfekt. Auch hier natürlich auf der Starterbatterie, Batterie reingesetzt mit... Auch beschriftet von den Sicherungen her, was was ist. Die Sensoren durchgeführt, durch die Lichtmaschine anständig befestigt. Und da muss man auch immer darauf achten, wie man alles verbaut, damit es alles sauber und ordentlich nirgends an den Auspuffrohren entlang schleift und und und. Alles mit Kabelschutz ummandeln, damit halt wirklich alles wirklich safe ist und da nichts passiert. Ja, das Fahrzeug ist von Grund auf mit einer Dieselheizung ausgestattet. Das finde ich ganz toll. Ähm, die sehen wir hier, die Truma, die D6. Eine tolle Sache. Ähm, weil wir hier auch die zwei Auspuffrohre haben. Also finde ich, find ich richtig toll, das Auto. Mit ähm, richtig, richtig coolen äh, Grundriss. Also auch den finde ich richtig klasse. Ähm, wenn wir hier mal gucken. Also, schaut da richtig elegant aus. Hier der kleine Fernseher dran. Ähm, schöne Polster sind auch recht schön. Auch hier vorne hat man natürlich Platz. Klar, manche brauchen das Fach. Manche sagen, das ist mir so lieber, weil man hier natürlich dann richtig Freiraum hat. Gibt mehr Raumgefühl dem Ganzen. Also, finde ich richtig klasse. Längsbetten ähm, finde ich auch schön. Also, schaut richtig klasse aus. Küchenzeile, alles top. Schönes Auto. Ja, das war die Technik. Ähm, wir haben jetzt absichtlich auch hier ähm, nicht hier das Schuhfach missbraucht, weil da haben wir ja auch noch das Fach, wo man nutzen hätte können. Aber das haben wir mal absichtlich nicht gemacht, weil das eignet sich immer ganz gut für Schuhe reinmachen. Ähm, wenn es nicht unbedingt sein muss, geht natürlich nicht immer, weil wenn man einen größeren Wechselrichter hat, dann muss man den woanders hinbauen, dann passt der natürlich da nimmer hin. Äh, dann hätte man wahrscheinlich eher unter dem Sitz gemacht. Ähm, aber in dem Fall war es ja nicht notwendig. So, jetzt muss ich nur das Ladegerät programmieren, weil da täuscht man sich auch. Das reicht nicht nur, wenn man es auf Lithium stellt, weil ähm, da reicht die Ladeschlussspannung nicht, weil die steht hier auf 14.2. Das ist bei Victron immer serienmäßig gemacht. Da muss man die umstellen auf 14.4. Und, jo, ja, dann werden wir noch einen kleinen Test durchführen und das Finish gar zusammenbauen. Und ja, dann sind wir hier auch schon wieder fertig. Und schließen das Fahrzeug, werde ich heute Abend noch sauber abschließen, äh, nachdem ich alles geprüft habe und rausfahren. Ja, brauchen wir eine halbe Stunde, Stunde und dann ist das Thema hier gerade durch. Und dann tauschen wir die Autos. Dann müssen wir wieder Platz machen, weil morgen, äh, was machen wir morgen? Ja, morgen kommt ein Kunde aus. Österreich, extra zu uns, da freuen wir uns schon drauf, ähm, mit dem haben wir auch schon ganz viel Kontakt gehabt, der fährt hier so ein schönes Fahrzeug, einen La Marca 74 und was bekommt er morgen? Der bekommt morgen von uns eine WCS Kombi, allerdings die 2100, er bekommt von uns einen Ladebooster und reichlich Lithium, wenn ich mich nicht täusche, muss ich nochmal nachgucken. Und das wollen wir morgen verbauen. Ja, da sind wir auch schon ganz freudig drauf. Ähm, da nehme ich euch auf alle Fälle mit, um euch mal zu zeigen, wie wir die WCS-Kombi montieren. Ich weiß, habt ihr schon gesehen beim Götz, aber äh, ist auch überhaupt kein Thema. Nur wir wollen es halt auch nochmal zeigen ähm, für euch, damit ihr mal seht, wie wir das Ganze handeln äh, und verarbeiten. Jo, in dem Sinn. Da sind wir durch? Das Hammer. Mal ein kurzes Video, muss ja auch nicht immer so lang sein. Hab wieder genug gebabbelt. Ähm, Wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend. Macht es gut, bleibt gesund. Über ein Like wie immer freue ich mich natürlich sehr. Und auch vielen, vielen Dank für die vielen unzähligen Abonnenten. Äh, jetzt habe ich schon 3500, finde ich mega. Ganz lieben Dank. Ist alles wirklich nicht selbstverständlich, aber äh, es freut mich über jeden Einzelnen, weil es einfach auch so eine kleine Bestätigung ist für das, was wir hier tun und äh, was ich euch zeige. Und das finde ich auch ganz toll, dass das so angenommen wird. Und dafür ganz, ganz lieben Dank. Und natürlich auch für positive oder beziehungsweise konstruktive Kritik. Da sind wir auch immer offen dafür. Ähm, und ja. Da bedanke ich mich dafür und wünsche euch, wie gesagt, alles Gute, einen ganz lieben Gruß aus Dingesbühl. Ähm, morgen soll es ja noch wärmer werden wie heute, schönes Wetter haben wir heute Abend. Und jo, ich genieße jetzt hier noch wegen der Arbeit bei offenem Tor. Ähm, ja, alles klar, macht es gut, Daumen hoch, bis bald, ciao, ciao.